Was muss ein Mann tun, um solche Aufmerksamkeit von Ihnen zu kriegen? Schwer zu sagen, aber Sie machen sich bisher ganz gut. Na toll, obwohl ich eigentlich nicht derjenige bin, der Sie will. So? Leider nein. Miss Jacqueline Nadler sucht Sie, von Nadler Technologies. Wissen Sie? Die Schöpfer aller Herrlichkeit. Halt die Klappe, Larsen. Ma'am? Weiden Sie Ihre Augen daran, Lara. Na, werden Sie etwas neugierig? Wenn Geld alles ist, was Sie zu bieten haben. Dann wird Ihnen vielleicht das hier gefallen. Peru. Majestätische Bergketten, steile Wände aus blankem Eis, wilde Felsklüfte, heulende Winde. Und dann ist da noch das Skion, ein uraltes Artefakt mit geheimnisvollen Kräften, tief im verlorenen Grab des Qualopec verborgen. Dieses Schmuckstück will ich haben. Sie könnten morgen abreisen. Haben Sie morgen schon was vor? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Projekt, das, ja, daraus besteht, die ersten 5 Teile von Tomb Raider zu spielen. Und zwar entstanden aus einer, ja, recht spontanen Laune heraus. Und, ach, jetzt geht's hier schon mit der Demo los. Moment, das machen wir mal anders. Ich gehe mal kurz in Laras Haus, weil da ist dann zumindest hier diese Demo nicht die ganze Zeit. Welcome to my home. I'll take you on a guided tour. Okay, jetzt bin ich etwas irritiert. Ich wollte gerade sagen, es freut mich, dass es tatsächlich mit der deutschen Sprache geklappt hat. Das scheint sich aber wohl nur auf die Videos zu beschränken. Aber gut, halb so wild. Ja, wie schon angekündigt, herzlich willkommen und der Plan ist, die alten Teile von Tomb Raider, einem sehr alten Spiel, nochmal durchzuspielen oder durchzuspielen und dabei einfach ein bisschen zu quatschen, das Spiel einfach nochmal neu zu entdecken oder die Spiele, es sind insgesamt 5 Teile, die ich plane durchzuspielen und ich muss vielleicht dazu kurz erwähnen, dass ich das Ganze jetzt seit bestimmt... Use the D-pad to go into the music room. Aha, okay, sie redet hier gerade. Dass ich das Ganze bestimmt schon fast 20 Jahre nicht mehr gespielt habe. Und ich habe auch in diesen 20 Jahren dazwischen keine Computerspiele mehr gespielt. Von daher, ich bin hier der totale Noob. Und gerade diesen Teil habe ich tatsächlich auch nie gespielt. Aber das soll mich hier jetzt nicht abhalten. Und ich würde sagen, wir starten hier einfach mal mit dem Haus, damit ich erstmal mich wieder ein bisschen mit der Steuerung vertraut mache. Und ich gucke mich hier gerade mal um, denn diesen ersten Teil, den habe ich damals tatsächlich nie gespielt. Okay, let's do some tumbling. Press the jump button. Das kriege ich alles wohl noch hin. Rolle, kann sie eigentlich auch in der Luft sich drehen? Ne, so an sich scheinbar nicht. Ja, und zwar ist das Ganze hier daraus entstanden, dass ich, als jetzt so Corona gewesen ist, angefangen habe, so ganz viele Dinge, die ich früher mir gerne angeschaut habe, beispielsweise so Animes und sowas, dass ich mir die alle nochmal wieder angeguckt habe. Und jetzt ist man ja nicht mehr darauf reduziert, das alles irgendwie nach der Schule zu gucken, sondern man kann es einfach an einem Stück... Ah, the main hall. Sorry about the crates. I'm having some things put into storage and the delivery people haven't been yet. Ah, okay. Sie scheint ein paar Sachen einlagern zu wollen und die Umzugsmenschen waren noch nicht da. Okay, kein Problem. Ja, und ich bin angefangen, habe da eben so alte Sachen mir irgendwie nochmal wieder angeguckt und bin dann, ich weiß gar nicht genau wie, auch wieder auf Tomb Raider gekommen. Und ich habe mir dann selbst tatsächlich einige Let's Plays angeschaut, wobei angeschaut, ich habe sie angestellt, ich habe zwischendurch auch mal hingeguckt und habe dann aber auf... Run up to a crate and while still pressing forward, press action and I'll vault up onto it. Und
habe das dann so nebenher laufen lassen, so ein bisschen wie so ein Fernseher. Gibt ja Leute, die machen das, die schalten den Fernseher an und ah, hier geht's zur Seite, okay. Ah nee, ups. Und haben, kann ich auch, ah ja, okay, das geht so. Hä? Moment. Au. Oh Gott. Man sieht, ich bin noch nicht geübt. Ja, habe das dann so nebenher laufen lassen und jetzt habe ich irgendwie total Lust bekommen, das selbst nochmal zu This used to be the ballroom. I don't actually run it. With the walk button down, I won't fall off. Even if you want to look around, press and hold the look button. Then press in the direction you want to look. Okay, es tut mir jetzt leid, dass ich hier die ganze Zeit Ihre Aussagen unterbreche. Das geht hier von einem Schlag aufs andere. Also das geht hier Schlag auf Schlag, so wollte ich das sagen. Aber ich glaube, das ist hier auch jetzt noch nicht so super spannend. Ich mache das hier gerade hauptsächlich für mich, um noch mal so ein If bisschen. a jump is too far for me, I can grab the ledge and save myself from a nasty fall. Press forward and I'll climb up. Sehr gut. Ja, ich bleibe jetzt mal kurz hier stehen. Genau, und ich habe das nebenher laufen lassen und habe Lust bekommen und ich dachte mir, ich verfolge gar nicht mehrere Ziele hiermit. Ich habe nicht das Ziel, hier jetzt eine riesige Gruppe an Menschen zu erreichen, weil, sind wir mal realistisch, es gibt einfach Tomb Raider, Let's Plays, Walkthroughs und andere Dinge millionenfach da draußen. Also das ist jetzt hier kein Rad, das ich hier neu erfinde. Ich mache das vor allen Dingen aus Spaß an der Freude. Und ich möchte aber tatsächlich noch zwei sekundäre Ziele damit verfolgen. Das eine ist, dass ich einmal ein bisschen besser, oder ich möchte mir so ein bisschen das Video bearbeiten If I do a beibringen. running, walk to the edge with the white line until I stop. Then let go of walk and tap backwards to give me a run up. Ja, okay. Press forward Und das and almost zweite, immediately press and hold the jump button. I was won't ich, actually jump until the last minute. ja, okay, Lara. Das zweite, was ich gerne machen möchte, ist einfach ein bisschen meine Sprache zu trainieren. Und zwar neige ich dazu, sehr schnell zu sprechen. Ah, ich brauchte mich gar nicht festhalten, okay. Das möchte ich hier so ein bisschen trainieren. Und ich denke, da Right, this eignet is a really sich. big one. So do a running jump exactly as before, except while I'm in the air, press and hold the action button to make me grab the ledge. Okay, das war jetzt der Sprung, den ich gerade schon gemacht habe, der jetzt sein muss. Und ja, somit kann ich das Schöne mit dem Nützlichen verbinden, hoffe ich zumindest. Und deshalb würde, na, das hat ja schon mal super geklappt, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einfach auch hierzu gerne Rückmeldung da lasst, Nice. ob alles vor allen Dingen mit den, mit den Toneinstellungen für euch soweit passt. Try to vault up here. I can't climb up because the gap is too small. But press right and I'll shimmy sideways until there is room. Then press forward. So. Tap backwards and I'll jump off backwards. Immediately press and hold the action button, and I'll grab the ledge on the way down. Okay. Let's go for a swim. Ja, mache ich gleich. The jump button and the directions move me around underwater. Okay, man darf hier sich wirklich keinen Schritt bewegen, ohne dass sie irgendwas sagt, was ja an sich auch gut ist. Es ist ja so eine Art Tutorial hier. Ja, auf jeden Fall ist das so ein bisschen das. Der Plan, also um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich möchte zum einen einfach aus Spaß an der Freude dieses Spiel oder diese Spiele nochmal spielen. Ich möchte nebenbei ein bisschen üben, Videos zu bearbeiten und mein Ziel ist auch, an meinen Kommunikationsfähigkeiten zu arbeiten. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir verratet, wie ihr jetzt hier auf dieses Video gekommen seid, wie oder welche Erfahrung, ups, das war nicht geplant, ihr mit dem Spiel habt, ob ihr es. Right.
Now I'd better take off these wet clothes. Das war nicht geplant, ich wollte halt nicht eine Rolle machen. Welche Erfahrung ihr mit dem Spiel habt, genau, ob ihr es selber noch spielt oder in der letzten Zeit mal gespielt habt. Hä? Ich habe nichts gemacht. Ja, ich gehe nochmal kurz rein, weil sonst geht hier gleich wieder die Dings los. Tut mir leid, das ist hier gerade alles ein bisschen chaotisch, also das soll sich auch demnächst tatsächlich dann verbessern. Welcome to my home. I'll take you on a guided tour. So. Und ja, wie ihr das Video gefunden habt und ob alles von den Einstellungen soweit passt, ob ihr mich gut versteht und was ihr so für Erinnerungen an dieses Spiel habt und für Erfahrungen und ob ihr überhaupt Lust darauf habt, hier zukünftig immer mal neue Folgen zu sehen, wie ich das Spiel durchspiele. Ich habe jetzt noch keinen konkreten Zeitplan. Ich muss halt immer eben schauen, wie es so in meinen Alltag reinpasst. Use the D-pad to go into the music room. Da ich halt ganz normal arbeiten gehe, also ich bin über 30, das heißt, was war das denn? Sie war im Tisch, aber immerhin. Und das ist wohl ein Kerzenständer. Süß. Ich muss halt mal gucken, wie es so läuft. Auch von der Zeit her, wie lange die Videos immer werden. Wie gesagt, das ist jetzt hier nicht der Plan, da irgendwie eine große Karriere als YouTuber zu starten. Aber es soll auf jeden Fall ja schon eine gewisse Beständigkeit auch einfach da sein. So bin ich halt auch immer ein bisschen gezwungen, mich auch mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen. Und genau, lasst mir doch einfach irgendwas in den Kommentaren da, irgendwas Nettes, irgendetwas Konstruktives. Bitte seid so gut, Beleidigungen oder Ähnliches zu unterlassen. Ich denke, wir sind alle in dem Alter oder sollten alle in dem Alter sein oder überhaupt so weit sein, dass wir das nicht mehr brauchen. Es steht jedem frei, das Video zu schließen und wegzuklicken. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Abenteuer 5 Spiele, 5 Ausgaben Tomb Raider, also 5, was sagt man denn da? Naja, also ihr wisst schon, 5 mal Tomb Raider, immer das eins nach dem anderen, ohne Cheats. Also ne, als Kind, als ich das gespielt habe, ging es nur mit Cheats. Das soll hier natürlich entfallen. Das soll hier wirklich komplett alles selbst gemacht sein. Und ich gehe jetzt nochmal hier durchs Haus durch, weil ich okay, let's do some tumbling. Press the jump button. Ah, the main hall. Sorry about the crates. I'm having some things put into storage and the delivery people haven't been yet. Ich will nämlich nochmal kurz hier umgucken, weil ich habe, wie gesagt, dieses Spiel damals. Run up to a crate and while still pressing forward, press action and I'll vault up onto it. Den ersten Teil habe ich nie gespielt, weil ich glaube, der war uns damals schon zu. Achso, hier konnte sie nicht durch. Zu schlecht von der Grafik, weil wir den erst ganz zum Schluss uns gekauft this haben. This used to be the ballroom, but I've converted it into my own personal. If I do a running jump. I can make a jump like that, no problem. Ich will diesen hier nochmal kurz üben. Das ist nämlich dieser weite. Right, this is a really big one. So do a running jump exactly as before. Except while I'm in the air, press and hold the... Nice. Okay, es hat doch gut geklappt. Das Problem hier ist, dass die Eingabe ein bisschen verzögert ist. Let's go for a swim. Und jetzt will ich nochmal kurz... The jump button and the directions move me around underwater. Ich dachte, sie kann hier vielleicht so ein... Oh, eh. Right. Now I'd better take off these wet clothes. Ach so, das geht automatisch. Nein, gut. Ich würde sagen, da ich weiß, dass es draußen nichts mehr gibt, würde ich damit jetzt diese erste Folge beenden. Beim nächsten Mal, das werde ich jetzt hier direkt im Anschluss aufnehmen, gibt es dann schon den Start ins Spiel, würde ich sagen. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr so sagt, was ihr davon haltet. Tut mir leid, dass es jetzt hier gerade noch ein bisschen chaotisch war. Den Sprung wollte ich übrigens gerade noch mal machen und das hat nicht geklappt. Ich
werde dran arbeiten. Und dafür ist das Ganze ja eben hier auch gedacht, dass ich da einfach ein bisschen meine Skills verbessere. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und einfach ganz entspannt dieses Spiel mit mir genießt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Und ja, lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, wer ihr so seid, wie ihr auf das Video gekommen seid und so weiter. Diese ganzen Fragen, die ich vorhin gestellt habe und gerne auch noch mehr, wenn ihr mögt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!